In einem Gemeinschaftsprojekt der Studiengänge Angewandte Energietechnik, Leichtbau und Kompositwerkstoffe, Automatisierungstechnik und Maschinenbau wurde ein Liegerad mit Wasserstoffantrieb entwickelt und gebaut. Die Energieversorgung besteht aus einer Polymer-Elektrolyt-Brennstoffzelle mit 250 Watt und einem Lithium-Eisenphosphat-Akku als Pufferspeicher. Neben diesem Antrieb kann das Liegerad auch manuell angetrieben werden. Fächerübergreifend wurde das Chassis von den Studierenden aus einer Kohlefaser-Sandwich-Konstruktion realisiert.